Um 5 Uhr morgens starten wir in Dieni an der Talstation der Sesselbahn. Es ist noch stockdunkel, bis wir nach einer halben Stunde Aufstieg das erste Morgenlicht im Osten sehen. Unser Ziel ist der 3096 Meter hohe Piz Tschiouf oder Schattig-Wichel, wie er auf der Landeskarte ebenfalls genannt wird. 1650 Höhenmeter Aufstieg erwarten uns und wir freuen uns auf eine der schönsten Firnabfahrten Graubündens. Beim Weiler Mulinatsch auf 1700 Meter biegen wir in das kerzengerade Val Giuf ein. Mittlerweile ist es hell geworden und unser Berg, das gleichförmige Dreieck in der Bildmitte, erstrahlt im rötlichen Licht der aufgehenden Sonne. Das Tal ist so schmal, dass die Sonne erst am späten Vormittag hineinscheint, obwohl es nach Süden ausgerichtet ist. Den größten Teil des Aufstiegs laufen wir im Schatten, haben dafür exzellenten Sulzschnitt zum Abfahren. Auf 3000 Meter erreichen wir den Helsigrat, deponieren unsere Skier und machen uns zu Fuß auf die letzten knapp 100 Höhenmeter. Noch ein paar wenige Meter und wir blicken vom Gipfel auf das Val Giuf, wo mittlerweile die Sonne den Schnee für eine geniale Firnabfahrt vorbereitet.